Da, 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 da. Da, da. Let's get the party started. Ich glaube, ich muss Pipi machen. Jetzt. Nee, ist egal. Ich habe eine High-Waist an. Und das Problem ist, das drückt genau da drauf. Das sieht schon... Mach doch auf. Das sieht kein Mensch. Ich bin hier in Jogginghose. Wie recht du hast. Oh Gott. Bauchfreiheit, lass es fließen. Alles klar. Verdecke doch meine Brust nicht. Passt alles jetzt? Ja, es sitzt alles. Hallo ihr Lieben. Till I overflow. Ich bin's wieder, Luisa, und schaut mal, wen ich wieder dabei habe. Die bessere Hälfte, würde ich sagen. Meine Schwester. Hier sind wir. Endlich hast du Zeit. Endlich bist du hier. Schäm dich. Die Olle hat nie Zeit. Sie sagt mir immer ab. Dabei bin ich immer diejenige, die absagt. Aber lassen wir das Thema. Auf Instagram haben wir ein Bild gepostet. Das seht ihr hier. Da haben wir euch nach geschwisterlichen Fragen gefragt. Also kann man das so sagen. Nach Fragen eben, die uns betreffen. Und nebenher, wie ihr seht, sie ist ungeschminkt. True Beauty und so. Ja, nebenher schmink ich sie und mal schauen, was rauskommt. Ich habe heute ein bisschen Lust auf was Dramatischeres. Be prepared. Prepare your anus. Hello, it's me. Sie geht jetzt die Fragen durch und währenddessen prime ich erstmal ihr Gesicht. Hier nehme ich einen Primer von Smashbox. Das ist eine Probe. Ich sag dir, ich nehme davon zwei Pumpstöße und das Ding ist leer. Naja. Was ich jetzt schon mehrmals gelesen habe unter den Kommentaren, ob wir uns oft streiten. Also ich würde sagen, früher haben wir uns echt oft gestritten. Ja. Also ich glaube, in meiner und vor allem auch in deiner Pubertät so. Mhm. Also sie ist 4 Jahre älter, also ja. Ich bin jetzt 21 und du bist 25. Also man muss auch dazu sagen, dass wir uns von klein auf immer ein Zimmer geteilt haben. Ja, also ich komme auch jetzt besser klar mit dir als früher, aber früher waren wir halt einfach, oder ich zumindest, krass in der Pubertät und da wollte ich von niemandem irgendwas wissen. Übrigens habe ich jetzt einen Color Corrector aufgetragen und zwar ist es der von Urban Decay in Pink, damit ihre Augenschatten nicht so krass rauskommen. Wer von euch beiden hat sich zuerst angefangen zu schminken? Ja, okay, das ist klar. Ich meine, klar. Aber ich genieße es extrem, dass meine Schwester mich schminkt, weil... Gönn dir heute. Nee, keine Ahnung, ich vertraue dir da blind. Also ich habe da ehrlich gesagt... bin ich noch nie mit einem Gedanke reingegangen, oh Gott, was macht die heute mit mir? So, weiter geht's mit Puder und dann nehme ich einfach ein loses Puder. Und jetzt bake ich ihre Augen ein bisschen und sette den Concealer. Und eine weitere Frage wäre, habt ihr Spitznamen füreinander? Wie nennst du mich? Oh Gott, ich habe so viele Namen für dich. Ich habe eigentlich jeden Tag immer einen neuen Namen. Sie ändert es jeden Tag irgendwie, je nachdem. Wie sehr sie ausrastet. Ja, ich sag immer Louisen zu dir. Louisen. Ja. Ach ja, und für sie ist einfach nur, da bin ich eigentlich ganz unkreativ. Aber das meine ich gar nicht böse, aber irgendwie. Du bist einfach nur E. Und das ist tatsächlich auch geblieben. Also auch mein Bruder. Seit Jahren. Sagt E zu mir und so meine besten Freundinnen, die sagen auch alle E zu mir. Ja, von E ist irgendwie so, E, komm mal her. Man kann aber nur E sagen. Also wenn es ein anderer Buchstabe gewesen wäre, ja, das würde gar nicht gehen. Das würde gar nicht gehen. E. Und das geht übrigens auch für euch. Einfach nur E. Hi, ich heiße E. Hallo E. Grüße dich. Für die Augenbrauen benutze ich einfach ein Augenbrauenpuder und da benutze ich den von Essence. Den benutze ich tagtäglich selbst. Wer braucht mehr Zeit, sich zu schminken? Ich glaube, die Frage beantwortet sich von selbst. Ich meine... Nee, ich glaube, das muss ich echt unbeantwortet lassen. Also nee, wirklich, ich tatsächlich. Aber ich schmink mich so gerne, das macht so Spaß und ich probiere so gerne Neues aus und ich brauche auch meistens immer länger, weil ich nicht weiß, wie ich mich schminken soll. Also bei dir ist es irgendwie so, du schminkst dich wenig, aber beziehungsweise von der Zeit her wenig, aber es sieht dann so aus, als hättest du dir so ein bisschen Gedanken gemacht und als wärst du eine Stunde... Als hätte ich die Megatechniken drauf. Ja, aber dabei ist es einfach nur, sie macht sich... Dahin geschmiert. Dabei macht es total einfach, aber... Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich eher der Eyeliner-Typ. Ja, das haben wir beide gemeinsam. Also ohne Eyeliner geht bei mir ja gar nichts, wie ihr bereits wisst. Und sie ist auch so ein Typ. Ich bin extrem der Eyeliner-Typ. Da ist man nicht so nackt.
Wisst ihr, sie versteht mich, ja? Dann ist man einfach nicht so nackt. The struggle is real, wenn ich nicht mal ihre Augenbrauen hinkriege. Zum Konturieren benutze ich die NYX Contour Palette und diesen flachen Pinsel und konturiere ein bisschen. Weiter geht's auch mit Blush und hier benutze ich einen Blush von Essence, Matte Touch Blush. Ich mag es gerne mit Blush so ein bisschen dezenter, also ich stehe nicht mehr so auf diese rosanen Blushe. Weiter geht's mit den Augen und hier habe ich jetzt ein bisschen Tesafilm, weil ich will so ein bisschen was Cut-mäßiges haben, also was Dramatischeres, Cat-Eye-mäßiges. Okay, für den Empfehlung. Ich fühle mich gleich beschränkt. Kannst du deine Augen aufmachen? Mhm. Während sie jetzt die nächste Frage raussucht, benutze ich jetzt eine neue Lidschattenpalette. Und zwar ist das die Modern Renaissance Palette von Anastasia Beverly Hills. Und Leute, diese Farben. Wunderschön. Okay, beruhige dich. Es ist so schwer, dich auf der anderen Seite zu schminken. Ich muss irgendwie, warte, hier rüber. Ach, endlich. Jetzt. Aber so kann ich besser an ihrem Auge ran. Aus welchem Land kommt ihr? Also wir sind aus Italien. Wir sind gebürtige Italienerinnen. Hi. Schön, euch kennenzulernen. Wir sind hier geboren aufgewachsen. Klar, das hätte ich jetzt als nächstes gesagt. Ach so. Beherrschen die deutsche Sprache in Wort und Schrift. Man sieht mich nicht mehr. Moment, ich hab's gleich. Okay. Die Leute verstehen das. Ich bin wieder da. Hallo. Die Farbe hier. Magst du überhaupt Pink? Ich frag dich lieber mal. Das ist so ein... Nee, willst du nicht? Ich mag alles. Hau einfach drauf. Gut, ich hätte sie sowieso aufgemacht, also. Was haben wir noch so gemeinsam eher? Ich glaube, gemeinsam haben wir so ein bisschen unseren Jungsgeschmack, würde ich mal dezent behaupten. Also irgendwie die Jungs, die sie, wo sie jetzt mal sagt, hey, schau mal, der auf der Straße sieht süß aus, da kann ich ihr eigentlich immer nur zustimmen. So. Also, eigentlich sage ich immer eins dazu, wenn ich an jemanden vorbeilaufe, der mir eigentlich persönlich gefällt, dann gucke ich sie an und dann sage ich zu ihr, grüße dich. Und wenn er ganz besonders aussieht, dann sei gegrüßt. Das ist noch so eine voll die Ehre. So voll die Ehre! So, grüße dich und sei gegrüßt. Ja, weil das ist so der Moment. Da, das ist einfach. Hallo. Oh, komm in meine Arme. Ja, okay, ciao. Komm in meine Brust. Cut! So, das Augen-Make-up ist, glaube ich, soweit durch. Was ich noch so gelesen habe, ob du oder ich uns mal, ich bei dir oder du bei mir, ein Kleidungsstück geklaut haben oder gehasst. Okay, ich habe richtig viel bei ihr geklaut. Klauen mal dahingestellt und die wieder zurückgebracht. Hallo. Ja, grüße dich. Sei gegrüßt. Ja, sei wirklich gegrüßt. Das war eigentlich unser Hauptgrund, warum wir uns immer gestritten haben. Ja, sie hat mir teilweise das Zimmer verwüstet. Also sie hat alles so durch die Gegend geschmissen, weil sie so sauer war. Okay, da war ich ein bisschen jünger. Ich verliere immer noch Sachen bei mir zu Hause. Ich weiß nicht, ob es die Waschmaschine ist. Und ich will nicht sagen, dass ich unordentlich bin. Oh mein Gott, das ist... Oh, Brennpunkt. Ach du Scheiße. Definitiv, was habe ich denn da jetzt rausgeholt? Oh Gott, jetzt hat sie jetzt... Wer ist ordentlicher von uns beiden? Das darfst jetzt du beantworten, aber du musst es alles erklären. Weil ihr müsst wissen, sie ist ein Messer. Oh Gott, übertreib doch nicht. Ich bin schon so ein bisschen unordentlich. Ihr werdet auch nie mehr von meinem Zimmer zu Gesicht kriegen als diese vier Wände hier. Nie mehr als das. Das, was dahinter ist, ist... Es ist ein Geheimnis, Leute. Es ist euch verborgen. Besser. Ist echt so, Leute. Besser für euch. Ich habe meine Haare mit Concealer irgendwie angemalt. Oh nein, meine Haare sind voller Wimpernkleber. Messi. Gesundheit. Ja. Bist du bereit? Ja. Ich habe eigentlich mich gemeint. Ach so. Leute, eine gefühlte Ewigkeit später. Die Wimpern leben jetzt auch. Wir haben es geschafft. Mein Gott. Also, ja, das war echt eine schwere Geburt. Ohne Witz. Aber ich habe es nicht so drauf, so Wimpern an andere Menschen drauf zu kleben. Nun kommen wir endlich zu den Lippen. Hier benutze ich den Jeffree Star Liquid Lipstick in der Farbe Celebrity Skin. Come through, highlighter.
Der ist schön. Der ist wirklich super dezent. Hat es dich überhaupt getroffen? Ja. So. Was sagst du dazu? Ich finde es wunderschön. Hier ein Spiegel, guck dich an, Mädel, guck dich an. Also ihr müsst mir mal unbedingt in die Kommentare schreiben, wie ihr mich findet. Wie ihr den Look findet und wie ihr die Transformation findet. Und gerne auch mit weiteren Vorschlägen, mit was wir unser nächstes Video zusammen machen. Und hier findet ihr mein letztes Video. Das war ein Do-It-Yourself. Und da würde ich sagen, danke mir fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!